Ja, es ist jetzt schon fast 7 Monate, seit ich mich verletzt habe wieder im März. Ich habe eigentlich wirklich nichts falsch gemacht. Ich bin auf dem Ausserski gestanden, aber dann ist mir der Ski so weggerutscht. Und gerade in einem Moment hat es gerade wieder gegriffen. Und dann habe ich gerade gemerkt, dass im Knie etwas gegangen hat. Seit der Kreuzbandoperation ist es eigentlich erst 3,5 Monate. Also eigentlich genau Halbzeit seit der Operation, bis ich das erste Mal wieder auf den Schnee kam. Feeling her habe ich wirklich das Gefühl, ich könnte morgen Skifahren, aber ja, es sind gleich noch ein paar Schritte, die gemacht werden müssen. Und halt einfach die innere Heilung, halt vor allem, die noch die Zeit braucht. Aline befindet sich bei uns im Reha-Zustand momentan, nach ihrer Kreuzbandverletzung. Im ersten Teil der Reha ist sehr, sehr vieles über das Athlete Health Management gelaufen. Das Einzige, was wir im ATH mit ihr gemacht haben, also im Athletiktraining, sind Oberkörperübungen und Trainingsinhalte gewesen. Jetzt nach und nach können wir mehr Trainingsinhalte im Athletik dazu nehmen, sodass es einen fließenden Übergang geben soll zwischen dem Health Management, wo die Reha stattfindet, und zurück im Trainingskontext, wie es bei uns im ATH stattfindet. Durch die Verletzung habe ich wirklich so gelernt, einfach wirklich das zu genießen und zu schätzen, und was das für ein Privileg ist, wirklich mit Traum zu leben und Spitzensportlerin zu sein. Die 2 Jahre, die ich jetzt hatte, als ich zurückgekommen bin auf dem Schnee, das waren wirklich meine schönsten Jahre. Und sicher auch, weil ich es einfach richtig genossen habe. Weil vorher war viel mehr eben immer die Leistung im Vordergrund. Aber überhaupt nicht, dass ich irgendwie weniger professionell oder weniger ehrgeizig am Skifahren oder jetzt am Comeback arbeiten. Also das ist immer noch 150%. Aber ich glaube, es gibt mir wie so ein bisschen eine innere Ruhe, dass ich wie auch den Plan B aufgegleisen habe und angefangen habe, auch an dem zu arbeiten und auch Sachen gefunden habe, die mir auch Freude machen. Und jetzt ist einfach so das Skifahren wirklich das Tüpfchen auf mich eigentlich.